ich bin wieder unterwegs mit dem, mit der Pistole, die eigentlich ein Gewehr sein will. Und als Sekundärwaffe habe ich einen Tschechen. Das ist sehr. Nee, das ist. Oh, das hat nicht funktioniert. So geht das. Und ein Glück habe ich die Fähigkeit, dass Gift bei mir nicht so lange wirkt wie normal. Ja, wenn die jetzt noch zu mir kommen. Deshalb ist das jetzt schon wieder vorbei. Ich habe lange überlegt, das ist schon meine zweite Runde mit ihm. Lange überlegt, in was ich da so investieren soll. Und habe dann gemerkt, dass ich, wenn ich natürlich mit meiner Machete. Läuft da eine? Oh, wieder so eine. Meiner Machete die Spinne angreife zum Beispiel. Also irgendwie, das hat er nicht so drauf. Dann bin ich da natürlich sehr empfänglich für Giftschaden und deshalb will ich den gern wieder loswerden, möglichst bald. Naja, hat sich schon bewährt. Ach, schön die Beleuchtung. Wenn nicht so viele Monster wären. So viele Jäger. Wirklich schön. Jetzt versucht das wieder mit dem Messer. Kriegt er wieder aufs Maul. Wo sind wir denn hin? Gehen wir hier rein. Oh. Gucken mich die Egel an. Die sind auch giftig. Gehe ich mal lieber woanders hin. Was? Hat er mich jetzt gehört oder was? Kann das sein? Stumpft aber ganz schön. Was habe ich noch für Trades? Ist Kiteskin mit dabei, dass ich mega Fallschaden nehme? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich schläge mich hier ein bisschen hin. Das ist ja niedlich. Oh, da bin ich jetzt natürlich genau an den Kopf gesprungen. Nee, ich gehe mal lieber wieder rein hier. Auf, dass der Kollege das mit dem Hinweis übernimmt. So, kommen direkt in den Egeln runter. Nur einer. Ja, ich mach dir deine Egel kaputt, dicker Mann. Geben nämlich auch, glaube ich, überraschend viel XP. Ach, die Ecke ist das hier. Okay. Wo man hier in diesen Keller rein kann. Ah, wo wollen wir jetzt hin? Zweifel nach Norden. Gehe ich aber hier unten durch. Weiß gar nicht, ob da unten Zombies wohnen. Gegner sind hier auf jeden Fall um die Zeit noch keine. Das sage ich so einfach. Wahrscheinlich kommt mir genau hier einer entgegen, der sich auch fragt, was machen Sie denn hier? Ja, hier wohnt, wenn hier mal die Spinne ist, wohnt die meistens hier. Ich nehme hier um wieder raus. Ah, so langsam kenne ich die Map. Der muss dann jetzt weichen. Geht wirklich genau auf mit der Machete. Hin. Ja. Gehen wir doch da runter, würde ich sagen. Sieht nicht so aus, als sei er meiner Meinung. Ja, reg dich nicht auf. Lass mal hier. Ah.
den Mais springen und verstecken, wollte ich sagen. Funktioniert natürlich nicht. Die ganzen Krähen wohnen. So, dann könnten wir den aber... Lest go. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Ich weiß nicht, was sein Vorschlag ist. Er hat keinen Vorschlag. Einen Vorschlag Hammer vielleicht. Der lag ja gerade erst da hinten. Was braucht denn da? Auch ein eher neuer Effekt. Ja, er bewegt sich nicht mehr. Okay, er bewegt sich einfach woanders hin. Das kann man natürlich auch machen. Ja gut, wenn er jetzt wenigstens dann ein paar Hinweise einsammelt. Soll mir das recht sein, dann schleiche ich einfach mal da runter. Ist aber wohl auch komplett unentschlossen, was er machen will. Wie komme ich jetzt hier raus? In dem Spiel auch schon mal alleine überlebt. So ist ja nicht. Ich könnte sogar noch einen Hinweis mitnehmen. Und da könnte ich nach Catfish Grove laufen. Und gucken, ob die wohl zu mir rüber wollen. Wenn die abhauen wollen, aber das ist natürlich sehr riskant, das alleine zu versuchen. Ja, rechtzeitig komme ich auf jeden Fall nicht mehr. Also laufe ich jetzt nach Catfish Grove rein, hol mir da noch einen Hinweis. Und wenn sie dann zu mir kommen, ja, dann muss es halt sein. Bienenfrau. Da drüben wird jetzt auch noch geschossen. Das ist interessant. Ah ja, aus Richtung meines Kollegen. Naja, regt euch mal nicht auf. Reise hier nur durch. Grüß dich. Den reicht natürlich auch ein kurzer Schlag. Ja, noch bewegen die sich nicht. Oh, oh. Fast von der Planke gefallen. Oh, schon wieder. Ja, so spielt man dieses Spiel natürlich eigentlich nicht. Aber... No risk, no fun. Ja, alle anderen wissen ja jetzt, wo die Spinnenleute sind. Jetzt an den allen vorbei. Okay, die wollen da oben zu dem Ausgang. Ich will aber doch den Hinweis noch mitnehmen. Jetzt muss meine Ausdauer sich wieder auffüllen. Vielleicht kriege ich sie dann noch. Vielleicht holen die ja auch noch die Spinne. Dann
sind natürlich, ist noch alles offen. Ah, Alice Farm oder Lock Bay Docks ist also die Spinne. Vielleicht machen wir das arbeitsteilig jetzt tatsächlich so, dass der Kollege die Spinne killt. Und ich kill jetzt die Jäger. Das bin ja nicht gewissen wahnsinnig. Die Jäger sind, wissen vielleicht auch was, wo die Spinne ist. Oder wollen auf jeden Fall die Spinne noch haben. Das heißt, es könnte alles noch sehr spannend werden. Ja, abhauen tun sie nicht. Vielleicht komme ich jetzt einfach aus einer ganz unerwarteten Richtung. Gerade nochmal gucken, wo könnte es. Also da. Da oder da. Ach, er wartet. Mein Kollege wartet vielleicht da, wo die Spinne wohnt. Und wenn er dann clever ist. Ja, jetzt ist er tot. Also nicht so clever. Hat die Spinne den ge... Nee. Ja, der hat sich vielleicht alleine mit der Spinne angelegt und dann ist das passiert. Das heißt aber, die Bounty-Träger sind nicht die, die die Spinne gebanished haben. Das heißt, da prallen jetzt noch vier aufeinander. Das könnte dann interessant werden. Das mache ich auch viel zu selten, mich mal wirklich in alle Richtungen umgucken. Die können ja wirklich auch aus allen Richtungen kommen. So, ab hier wird es dann interessant. Läuft auch schon einer da drüben. Hier ist ja auch irgendwo einer. Der hat mich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ach was. Ach was. Ist die Frage, war das ein Kumpel von dem anderen? Ja, relativ weit weg. Kann ich vielleicht den im Wasser noch looten? Vielleicht. Ach, doch was. Das ist interessant. Ach. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Kollegen noch hole, dann können wir noch weiterhin rein. Oh, da ist aber auch so viel los. Hol ich erst den Kollegen. Die beiden gehörten bestimmt zusammen. Das heißt, der da liegt im Wasser, der steht auch nicht mehr auf. Thank you.
Das wollte ich machen. Dann wollte ich hier hoch. Achso, der ist schon weg. So ein bisschen weiter hätte werfen können, das wäre geil gewesen. Ich glaube, das ist da. Ich glaube, das ist eine Falle. Brauche ich jetzt noch Munition? Hier besser auskennen, oder? Könnte ich mir Munition holen? Nice! Irgendwer ist an irgendwas gestorben. Müssen wir da jetzt mal pushen. Okay. Mist, der kann mich ja jetzt sehen. Das heißt, sind beide aktuelle Bounty Hunter gestorben. Und durch neue ersetzt worden. Da ist Munition. Komm ich da ran? Ist das Munition? Nein. Shit. Da unten ist auch noch Munition. Das ist aber super gefährlich. Das war irgendwo, ist eine Schiebetür aufgegangen. Tut euch nicht weh, Jungs. Oder ach, tut euch richtig weh. Da unten reinkriechen wäre super. Warum soll er mich auch so schnell nicht wieder raus? So, gehe ich mir jetzt Munition holen. Oder lieber nicht. Ich hab dann halt nichts mehr, ne? Ist das da oben was? Ja, das da oben ist was. Okay, das heißt, die wissen, wo ich bin. Sich aber vielleicht auch mal nicht raus. Auch Moon, der liegt da hinten. Der Kollege kann mir da gerade gar nicht helfen. Okay, das ist schon mal besser.
Okay, hier ist Sackgasse. Das hätte ich ein bisschen befürchtet. Muss da auch noch mal mir Moon holen. Oh. Ist noch einer drin. Ja, wenn er hier was reinschmeißt, ist es natürlich vorbei für mich. Ist da oben immer noch. Ah, dass sie da rumgeballert haben, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Reinzugehen, aber das klingt immer noch nach Holzboden, sprich immer noch hier drin. Heißt aber auch, ich kann doch nach vorne gehen, Munition holen. Schießt hier in die Hacken. Wenn er gesehen hat, wo das herkommt, schmeißt er mir gleich hier was rein. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Ah, hätte ich doch gesehen. Nur um ihn zu irritieren. Nice. Nice. There's another one in there. Der hat jetzt wohl die Faxen dick. Ich hoffe, der hat sich jetzt aber... Nice! Was ist das da? So, there's another bounty in the river. Free for the taking. Müssten wir sie jetzt alle haben. Looks clear. Follow me to the other bounty. Oh, oh, shit. Jetzt weiß ich nicht, ob da vielleicht noch wer kommt. Ja gut, er kann das Ding natürlich auch selber sehen. Lebt hier noch wer? Man kann es nicht sagen. Come to me. Ah, jetzt hat er es gemerkt. So, war doch irgendwo hier. Hier, genau. On my position. Was ist mit diesen Dreckshunden da? Ja, da guckt der blöd. Okay, let's go home. Na, hätte ich wohl noch aufs Nachladen warten sollen. Wo gehen wir hin? Das hier ist der schnellste Weg. Da lagen jetzt so viele
Leichen rum, lass mich überlegen. Zwei da. Ich habe hier zwei erwischt. Sind sechs. Es könnte noch. Zwei könnte es noch geben. There could still be two hunters. Ich weiß gar nicht, ob der mich versteht. Wir laufen jetzt mal in die Mitte. Von da können wir uns entscheiden, welchen der Ausgänge wir dann wirklich nehmen. Da ist die ganze aufgestaute Wut. Nee. Jetzt auf den letzten Meter noch mit Höllenhunden ankommen. Lieber nicht. Sag ja, aufgestaute Wut. Okay, das war mal eine wirklich eine taktisch sehr schräge Folge. Und gut, noch ist sie nicht vorbei. Für den ist es aber auf jeden Fall vorbei. Ja, gleich mal hier Reichweiten-Test machen. Ja, ist okay. Denn ich würde jetzt mal tatsächlich davon ausgehen, dass hier keiner mehr ist. Jawohl. Das heißt, wir können jetzt auf dem Weg raus noch alles wegnatzen, was hier rumnervt. Und das sind natürlich alles wunderschöne Erfahrungspunkte. Mal hin. Ach ja, können wir hier eigentlich dieses Areal auch noch leer räumen. Streng genommen. Hier zum Beispiel die. Ja gut, aber wenn er da keinen Bock drauf hat. Wohl eher nicht. Doch, jetzt kommt er zu mir. Sehr gut. Ja, hier laufen doch öfters auch noch mal ein paar den Dicken rum. Das sind ja alles geschenkte Erfahrungspunkte. Ja, das ist, ja, jetzt können natürlich dieser Stark Vision Ding hat halt auch nur eine Reichweite von 150 Metern. Natürlich doof. Da jetzt noch wer warten würde, aber halte ich für recht unwahrscheinlich. Ich hatte mal ein Match, da waren wir sicher, dass alle raus sind. Und theoretisch kann man dann natürlich sagen, okay, ich farme jetzt noch die ganze Map ab, bringe alles um, was hier rumsteht und habe dann einen supergeilen Hunter zusammen. Aber das tue ich euch jetzt nicht an. Schön war das. Also ich habe gedacht, wow, im Mittelteil, das kann mal so richtig in die Hose gehen. Aber das hat richtig gut funktioniert hinten raus. Juhu! Thank you, good game. Sage ich auch euch. Ja, wer schon mal Hunt gespielt hat, weiß, wie erlösend das ist, so ein Running the Gauntlet zu schaffen. Also beide Bounties nach Hause zu bringen. Bounty im Doppelpack praktisch. Dann das gibt richtig Erfahrungspunkte und auch richtig Geld. Und auch wenn ich mich mittlerweile wieder auf 2000 Euro Dollar hochgearbeitet habe, sowas ist halt auch schnell wieder weg. Gerade wenn man sagt, drei Tier 3 Typen, geil. Wenn man sagt, ja, ich kaufe mal ein bisschen schönes Equipment. Aber das war ja wirklich schön und Geld gefunden habe ich auch noch. Das gefundene Geld kann man natürlich nur mitnehmen, wenn man es lebend aus der Runde schafft. Und jetzt könnte ich eben Piers Cunningham dann auch gleich in den Ruhestand schicken und dann kriege ich eben seine Erfahrungspunkte meiner Blutlinie gut geschrieben. Hieße dann, ja, wenn ich eben wieder 8000 voll bekomme, dann kriege ich 666 Dollar. Aber nachdem mein Geld ja im Moment ganz gut aussieht, behalte ich lieber den fähigen Hunter. Die fähigsten Zuschauer habe ich ja schon, das seid ihr. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer seid ihr die Besten. Und ich bin der Fabian, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, ciao.